Ja, hallo Leute, schön, dass ihr angeklickt habt. Ich bin wieder im Havelland unterwegs, hier mit dem Kajak auf der Havel und auf dem Hohennauener See. Und heute mache ich eine kleine Solo-Tour. Jenny ist mit den Hunden unterwegs, die macht heute so ein bisschen ihr Ding. Und ich wollte unbedingt ein bisschen paddeln und ich wollte auch, ganz wichtig, mein selbstgebautes Segel ausprobieren. Und zwar ein Segel im Flat Earth Sails Style. Ein komisches Wort. Ja, diese Segel habe ich bei YouTube gesehen und ich verlinke euch das Ganze unten nochmal in der in der Infobox. Da könnt ihr euch selber mal diese Segel angucken. Ich habe hier in Deutschland leider keinen Importeur gefunden und selbst wenn, muss ich sagen, die Dinger sind sauteuer. Die kosten 300, 400 Euro, je nach Größe. Und da habe ich mir gedacht, für das Geld schnappst du deine Nähmaschine und versuchst es einfach mal selber. Ich habe früher Drachen genäht, soll wohl irgendwie klappen. Und siehe da, ein komplettes Segelrig mit einem Materialaufwand von, ich greife mal etwas höher, sagen wir mal 50 Euro. Und dann war ich damit fertig. Was ich nicht gemacht habe, ich habe kein Profil eingenäht. Ich habe ein ganz einfachen, ganz einfaches Stück Stoff genommen und habe das dann zurechtgeschnitten, die Kanten versäumt, Drakon aufgenäht, ein paar Ösen reingemacht, um die Schot und alles anbringen zu können. Muss aber sagen, es funktioniert richtig gut. Also das Segel reicht bei dem Wetter, so wie es heute ist, mit immer mal wieder ein paar schönen Böen, zieht mich das Segel locker gegen die Strömung von der Havel. Und auch auf dem See mit schrägen Wind von vorne, also auch einem Am-Wind-Kurs, macht es Spaß. Ich weiß nicht, wie groß die Abdrift ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen mehr zur Seite geht, als man das eigentlich gerne möchte. Das liegt zum einen daran, dass ich überhaupt kein Schwert an dem Kajak habe, weil ist halt nun mal nicht. Das liegt auch zum anderen daran, dass das Boot einen relativ runden Rumpf hat und keinen Knickspant aufweist, relativ kurz ist. Also ich gehe davon aus, dass ein Kajak mit deutlich mehr Wasserlinie, also mit 5 Meter und mehr, noch wesentlich besser liegt. Das Ganze, der ganze Vorteil an der ganzen Geschichte ist allerdings, man hat wenig Krängung. Das heißt, das Boot legt sich nicht, wer weiß wie stark, zur Seite. Gerade für Anfänger und wenn man sich an dieses Thema rantasten will, ist es einfacher, erstmal damit klarzukommen. Oh ja, jetzt merkt man, es geht etwas zügiger voran. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Jetzt bin ich hier im Kanal und habe eigentlich gehofft, ein bisschen mehr Wind von hinten zu haben. Aber es reicht trotzdem, um vorwärts zu kommen. Man hat die Hände frei zum Filmen. Und ja, ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg zurück. Wir wollen am Abend noch ins Kino, Jenny und ich. Bedanke mich natürlich fürs Zusehen bei euch. Würde mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und würde sagen, bis zum nächsten Paddel-Vlog-Video. Bis bald, geht selber aufs Wasser, paddelt ordentlich. Wir sehen uns und tschüss.